Hallo meine Freunde und wieder zurück bei Crossout. So, das ist jetzt ein kleines Intro-Video quasi. Und zwar habe ich den Clan gewechselt. Und ihr seht ja hier links, ja, wir sind sechs Mann in dem Team von unserem Clan. Ja, und zwar, warum habe ich den Clan gewechselt? Unser war quasi sehr inaktiv, außer der Chris. Chris, an dieser Stelle, falls du das jetzt hier siehst, ja, du bist herzlich da willkommen. Ja, also für dich ist da auch ein Platz frei. Und ja, das war so eine kleine Aufnahme von uns hier. Die haben wir abends so quasi, haben einfach nur Just for Fun eine Runde gespielt und so. Und ich fand das so cool, dass wir sechs Mann in unserem Team waren, also das ist quasi zwei Zweiergruppen, weil sechs geht ja sonst nicht. Immer nur maximal Viere. Und ja, zwei Dreiergruppen und wir haben es geschafft, gleichzeitig alles zu starten und dann haben wir halt diese Runde hier. Das war mehr wie genial. Ja, und darum wollte ich euch diese kleine Runde mal zeigen. Das macht total Spaß mit den ganzen Leuten. Ja. Und nach diesem kleinen Intro-Video geht es dann auch ganz normal weiter mit der regulären Folge. Und zwar unser Sherlock wird dann auch im TS sein. Ja, den seht ihr ja da oben links. So, und das hier habe ich jetzt quasi in einen kleinen Zeitraffer gemacht. Ja, also nicht wundern. Und das war auch eine ganz coole Runde. Man konnte sich auch ein bisschen halbwegs absprechen. Ich, beziehungsweise ich war jetzt nicht zu diesem Zeitpunkt da in TS bei den anderen. Aber man kann ja einfach mal mitfahren und das lief echt super. Hat echt Spaß gemacht. Und auch der Clan macht total Laune und Spaß. Ja, also ich habe da jetzt schon ein paar Leute kennengelernt. Alle freundlich und nett. Ja, finde ich voll super. Und ja, Quiz. Wenn du das siehst und noch Bock auf Crossout hast, dann da bist du auf jeden Fall herzlich willkommen. Ja? Also, denn bis gleich. Und ein herzliches Willkommen wieder zurück bei Crossout. Und heute ist der Sherlock dabei. Guten Tag. Sehr schön. Hi. Ja, es hat sich einiges getan hier bei Crossout. Und zwar, ich habe den Clan gewechselt. War bei mir im Clan, war ja, wie ihr gesehen habt, nicht mehr wirklich was los. Ja, ich habe ja auch kaum noch mit wem da zusammengespielt. Und ich habe jetzt zu den Clan gewechselt. Und zwar, der Sherlock hat mich gefragt, ob ich da wechseln möchte. Und zwar bin ich jetzt bei den Dodo Drivern. Und ein sehr aktiver Clan, so wie ich das hier sehe. Ja, also hier sind nicht so viele schon seit Ewigkeiten offline. Ne? Außer den Chris. Den Chris, den habe ich auch nochmal angeschrieben, der, wenn er Bock hat, ja Chris, also falls du das gerade siehst, kannst du gerne noch hier mit in den Clan reinkommen. Weil Chris war, glaube ich, noch der einzigste Aktive bei uns. Und ja. Gut, wir könnten eigentlich direkt auch mal starten. Ich habe auch mal ein bisschen was Neues gebaut hier. So, Drähte. So, Attacke. Und dann, was haben wir noch Neues gebaut? Ich glaube, den Panzer habe ich noch gar nicht gezeigt. Nee. Panzer habe ich neu gebaut und dann nochmal einen neuen, ach, wie heißt denn das Ding? Hier, die Synthesizer-Dinger. Ich nenne das Auto Hammerhai. Das sieht vorne aus wie ein Hammerhai. So, wo wollen wir langfahren? Ihr seid hier der eingeschworene Clan, ja? Vorne eigentlich meistens immer rechts. Okay. Passen sind meistens an. Also, ich bin neu bei euch im Clan, ihr habt Strategien. Ja, noch nicht wirklich, also. Okay. Gut, ich hatte hier schon angeschossen. Ah, die sind böse. Was hatten die eine Skorpion rein? Ja. Schön, dass die sie gerade selber behindern, da die beiden Fliegedinger. Oh, ich war einer. Hallo. Ich drehe. Ich will hier den Fliegebär runterholen. Ah, das ist, ich hab vorhin gerade eine Falle reingebracht. Nein! Bin tot. Ah, mir wird's irgendwie anders gehen. Ach, shit. Oh ja. Ah, ich bin voll ins. Hedgehog ist noch da. Aber. Ah, ne, da war eine gegnerische Base. Ja, also ich habe hier sowieso Missionen offen. Ich muss sowieso 7 Gefechte bestreiten mit der Schrot. Da passt das ganz gut, dass ich die endlich mal testen kann.
Weil mit Schrot habe ich extrem wenig Erfahrung eigentlich in dem Spiel. Ich weiß nicht warum. Da bin ich dann wieder zu nah dran beim Gegner. Das gefällt mir dann immer nicht. Das stimmt, Wesen. Aber mit bisschen Übung. Ja, mit ein bisschen Übung, ja. Ich meine, die machen ja auch verdammt viel Schaden, wenn sie einmal richtig sitzen. Ja, ein Beispiel hast du drin. So. Aber das Matchmaking ist definitiv besser heute. So wie das so ja. Sehe von der PS-Zahl her. Ja, also gestern also, war's. Gestern Abend das war ja mehr wie krass. Wir sind alle bei 8000 und bei den Gegnern waren zwei mit 11.000 und zwei mit 10.000 drin. Hätte ich irgendwie meinen 11.000 fahren können. Ja. War mein Gedanke dann. So, am besten. War schon Fabriken, wa? Wir fahren hier meistens immer rechts. Immer rechts? Okay. Meist immer bis zur Mitte durchziehen und dann eventuell einmal gucken, was der Gegner macht. Alles klar. Weil da kann man noch zur Null, zur Mitte kann man noch ausweichen. Jetzt zu viele kommen. Aha, einer fährt durch die Mitte. Ich bin hinter dir. Direkt hin. Hinter uns ist auch noch einer. Ja, das ist der, der Mitte gekommen. Holla, die Waldbeer. Muss auch mal kurz durchfahren. Immer doof finde. Auch bei unseren eigenen Türmen, dass die einen so blockieren manchmal. Hängst du da auf unseren eigenen Turm fest und kommst nicht weiter? Ich hab ja gut abgelenkt, hab ich. Der zwar nicht mehr gesünder ist, aber. Da hinten ist einer auf dieser Anhöhe. So, hier holen wir uns auch gleich mal. Aber irgendwann müsst du mal in eine Base zurückfahren, wa? Ich schaff's aber nicht mehr, ich bin nicht mehr so gut. Ich hab bloß noch zwei Räder drin. Okay. Dann fahr ich jetzt zurück. Geht es ja zu spät. Okay. Und doch nicht mehr zurück. Das müssen jetzt andere machen, das ist schon fast zu spät. Einer ist da bei uns. Wenn du den immer so hast, dann musst du versuchen, dann zu bremsen, dass er irgendwo oben bleibt. Jetzt ist er weg. Okay. Ich fahr nochmal zurück. Versuch mal hinterzufahren. Versuch den noch zu haschen. Aber wisst ihr, macht das? Ich bin eh nicht mehr so mobilisiert, ich suche mal die Punkte noch einzunehmen. Ah, ich habe nur noch eine Schrot. Den Rest haben sie mir auch schon weggezogen. Aber der verteidigt. Der eine bei uns. Ja, und ich muss jetzt mindestens 2 Punkte machen. Was haben wir verloren? Kommt einer von links? Der letzte. Wir müssen noch einen einzigen. Und wenn ich jetzt sieht. Wo ist er denn? Da ist er. Das kriegen wir hin. Jo! Yay! Das war halt die 8. Runde. Ja. So, das nächste Ziel ist bei mir erstmal der Gasgenerator. Schön. Den habe ich nämlich auch noch nicht. Ich habe noch so einige Sachen noch nicht. Die kleinen Türme, die du immer nutzt, die würde ich auch mal gerne ausprobieren, die habe ich auch noch nie gehabt. Noch nicht mal damals in der Close Beta. Muss ich mir irgendwann nochmal zulegen, weil ich will jetzt gerade nicht nochmal die Fraktion wechseln. Und ich habe einen permanenten Schrottmangel. Das wird dann später hinten als wenn du dann genug. Ich glaube, das Fahrzeug, was du da gerade fährst, da bin ich schon mal vorne. Hast du, glaube ich, reingestellt, ja? Ja, das ist mein letztes Gewehr. Genau. Okay, der jagt sich in der Luft. Was ist denn hier noch? Da oben auf dem Berg. Ah, weg. Ah, deswegen immer am besten hin.
Ja, ich stand genau vor der Container gerade. Besten, da kannst du. Ja, also in der Gruppe zu spielen, man merkt da die Unterschiede, ja, dass man da nicht ganz alleine ist. Ja, man kann sich absprechen, also. Ja. Der liebe Grisou schreibt gerade, ich schreibe ihn gleich mal zurück. So. Welches Level bist denn du jetzt eigentlich? Also 30 ist ja bestimmt klar, aber wie weit von der 30? Das jetzt geht. Ich bin jetzt quasi Level 32. Quasi 36? 46. Oh, okay, alles klar. Vielleicht geht's ja noch mal irgendwann weiter. Oh, das mal an. So, auch vielleicht noch mit einem Baulimit oder sowas erhöhen oder so, keine Ahnung. Wäre eigentlich auch noch mal ganz nice. Doch meiner Meinung nach war die letzte Fraktion, ja, die war ein bisschen sehr passend fürs Spiel. Was war die? Letzte Fraktion war nicht sehr passend fürs Spiel. Passt vielleicht nicht hundertprozentig in das Setting rein, ne. Ich finde, aus die Steppenwölfe hätten sie viel mehr machen können. Hab ich auch eine Rakete. Hier oben stehe ich eigentlich ungern. Ich eigentlich auch, weil ich kann überhaupt gar nichts machen. Komm weder mit dem Schrot da ran oder. Wer hat entweder sterben oder schaffst zur Mitte. Da kommt gerade einer um die Ecke. Ja, ich muss jetzt mal ein bisschen abtippern. Die fette Wurst kam da gerade. Da kommt noch einer. Ja, ich muss ihn hab ich gekriegt. Ich hab einen Mähdrescher hinter mir. Versucht den zu entkommen. Okay, ich hab ihn zum Feind gelockt. Waffen schnell runterschießen, so, der ist ungefährlich. Aua, der hat auch Schrot. Einen taktischen Rückzug. Oh, shit. Hab ich mich selber oder erstmal. Nein. So, mein Freund, auch dir habe ich die Waffe runtergeschossen. So, ey, das läuft ja richtig gut gerade. Yay, MVP. Sehr schön. So, ich bin gerade sehr begeistert von den Schrotflinten. So, jetzt nochmal die Thunderbolt und den. Darf er nochmal drei? Drei? Ja, drei müssten passen. 12 Energie, ja. Und ich habe es mir jetzt auch endlich angewöhnt, ich glaube, in jedem Fahrzeug kann ich jetzt endlich mal Benzin fest. Ja, wenigstens wenn es möglich wäre, immer das große Ding. Ja, na, ich habe unter den neuen Fahrzeug, was ich gebaut habe, ich glaube gestern, da ist sogar das große und ein kleines. Und wenn es geht, am besten immer unter den Fahrwerken zu bauen. Ja, habe ich jetzt dann auch. Dann noch quasi vorne ein bisschen nur abschirmen. Musste sowieso einiges umbauen. Ich habe jetzt den neuen Motor bekommen. Den Cheetah. Schön. Mit zwei Tagen. Naja. Wo es passt, baue ich ihn auch ein, weil der macht echt. Also man merkt die Unterschiede. Also ich muss sagen, wenn jetzt bei mir der Motor fehlen würde, der Cheetah, dann werde ich rumkrebsen. Also da mache ich ihn einige. Der gibt mir quasi meinen schönen. Wow. Ich meine, der Hoyt-Red ist auch ganz cool, aber der macht halt nichts mit Niewisch, ne? Hey, der Cheetah, der macht der haut ja noch mal ein bisschen maximal. Oh, ich hatte gerade einen Leck, volle Kanne. Der haut ja noch mal übelst an Maximalgewicht raus. Das war früher mal da. Und Beruhigewicht. Draußen haben wir schon die Kneipe. Da wird der Hund ganz nett. Beruhigewicht. Gucken an der Brücke.
Folge dir. So, da kommt was. Noch weiter weg zum. Die fahren gerade alle über die Brücke. Als drei Leute von uns. Ja. Ich hab den Rundgang noch überstanden. Gott. Ja, hau da ab! Oh, jetzt jagt er sich in die Luft. Ich hab gedacht, der hilft mir noch ein bisschen hier. Letzter Treffer war nicht gut. Ah, der fliegt mir auseinander, das ist Kacke. Hast du diese Fliegebutz? Naja, ich keine Chance. Alleine. Ja, ich musste unseren Kollegen helfen, aber der war da auch fast gut. Der ist auch nicht mehr so gut. Mal wenigstens den sein Triebwerk abschießen könnte, ja. Damit er nicht mehr vernünftig fliegen kann. Na, warte mal. Freundchen. Nein! Ich muss ja mit unter den Reifen ab. Aha, Mann, das war's. Ah, du hast auch nichts mehr, okay. Nee, ich bin gerade. Schöne fette Tsunami drauf. Und du hast ja geschrieben, ihr habt, du hast die, wie heißt denn die neue Kabine hier? Die Spider noch irgendwas. Spider-Kabine. Du hast die günstiger erworben, ja? Ja, also wo die noch frisch rauskam, also ich. Ja, vorstellbar habe ich sie damals für war der Preis mal unter 2000. Okay. Ungefähr so bei 1000. Hab sie mal halber 6 in 56 angeboten. Ich hatte dann jemand, der hat gesagt, okay, verkauf sie dir. Okay. Also ich habe sie quasi für 1600 damals. Ja, ich würde mir die auch gerne holen, aber die hat ja zurzeit die Preise, die steigen ja sowas von. Volle Kanne gerade ja, bei der Kabine, das ist Wahnsinn. Das ist ja teuer geworden. Ja. Selbst die Blaupausen sind fast verdoppelt. Lagererweiterungen sind auch fast verdoppelt. Okay. Die Preise sind ganz schön gestiegen. Ja gut, teilweise, wo das Spiel noch frisch war, da hast du ja noch für so eine, keine Ahnung, für so ein blaues Maschinengewehr, allgemein für blaue Sachen, hast du ja noch 60, 70 Coins bekommen. Jetzt mittlerweile, es kostet ja nur 30. Oh, teilweise 30. Also die Preise sind auch sehr stark gesunken, muss ich sagen, im Laufe der Zeit. Wir wollen mal hier rechts bleiben. Ja. Oder kennst du hier die, wie heißen die, die Spike? Hier, oh, oh, pass auf, hier können welche, pass auf, hier können welche. Ja, ich bin da. Du willst ablenken, damit ihr das schießen könnt? Ja, wir sind jetzt zu zweit. Alles gut. Schieß doch mal! Scheiße. Nein. Ah, der hat auch noch die Thunderbolt, ich bin weg. Das war's. Ich hab mich aber noch in der Luft, vielleicht kann ich die noch mitnehmen. Geh weg. Ja, ich kann noch ein bisschen Schaden machen. Zumindest hat er seine Thunderbolt verloren. Boah, blöd. Ja, ich hab ein bisschen Cabrio-Match aufgebaut jetzt. So, dann gucken wir dir mal noch eine Runde zu. Denkung, ne? Nein! Ah. Hab ich. Na, FIFA, kennst du hier die, die Waffe hier, die Spike? Die Armbrust? Ja. Die war ja vorher blau gewesen, die hat ja auch 2500 Coins gekostet. Die kannst du ja auch leider so nicht bauen, die kriegst du auch in kein einziges Paket, ne? Nee. Die gab's mal so ein Paket, das hast du mal selber bauen können. Ah, okay. Also die Calvary und die Kiste. Da ist die drin. Aber okay. Die selbst die Kiste ist jetzt schweineteuer. Ja. Ja, was ich an diesen Loot-Kisten, die du ab und zu mal bekommst hier, wenn du hier Balls oder sowas gewinnst, was ich da halt scheiße finde, ist, wenn du da eine schöne Waffe findest, ja, dann hast du die nur für 2-3 Stunden oder so. Oder für 4 Stunden. Das ist ein bisschen hohl. Ja, zum Waffen kurz antesten oder mal sich vielleicht das mal ausprobieren, mag das gut sein. Ja, aber wirklich auch nur zum Ausprobieren.
Ich meine, ich hab noch ein paar Teile bei mir im Lager. Ich hab noch zwei Motoren, ich glaube noch, die ich 2 Stunden testen darf. Naja, sag mal so, ist ein bisschen über, weil ich habe den Motor so oder so. Wenn dann sollte man das auch noch verkaufen können oder sowas. Keine Ahnung, für einen Viertelpreis oder so. Bohrkisten gibt's. Ich hoffe, dass diese Spike, dass die irgendwann mal zu bauen ist. Ich glaube eher weniger, also. Wird bestimmt seine Spezialwaffe bleiben. Schauen wir mal, ob es noch ein paar Waffen dazukommen. Ja, ich denke. Zumindest bei den neuen Layout haben sie ja so viel Platz gelassen, dass da noch 2-3 Fraktionen reinpassen könnten. Ja, also besser noch. So, ich bin hinter dir. Geht schon wieder einer auf den Dings. Oh, ich hab gerade einen Fehler. Ja, gewonnen. Makellos. Cool, damit habe ich sogar meine Mission jetzt zu Ende. Wüsste ich jetzt eigentlich. Eine Runde noch gewinnen. Okay, dann können wir noch eine Runde machen. Also zumindest eine Runde noch gewinnen. Und dann, nächste Folge würde ich gerne mal das andere Fahrzeug zeigen. Da bist du bei der Nummer auf 8000 PS hoch. Kein Problem. Gut. So, wo seid ihr denn nach da vorne? Weit. Nee, da durch den fahren. Fahrt mal in die Mitte. Komm ich gleich direkt zur Mitte, wo ich hin muss. Alles klar. Bleib mal hinter dir. Du bist ja Nahkämpfer, ich gerade auch. Ja, eher so weniger. Also eher mal so hinstellen und. Ja, aber du musst ja erstmal nah ran, sagen wir mal so. Das stimmt. Ich muss die halbwegs positionieren. Das ist ja. Komm, bleib was. Jetzt habe ich unseren eigenen aufgegabelt. Ich bin hier die Renner. Na, komm her hier. So, die Waffen sind rot durchschossen. Was ist denn besser bei den Schrot eigentlich? Passivkühler oder Aktivkühler? Den meist immer den Passivkühler, also quasi, dass du halt mehr schießen kannst. Ja, da habe ich jetzt auch drinne. Du hast dann zwar das Problem, wenn die dann immer überhitzt sind, dann. Ja, und beides einbauen ist wahrscheinlich Quark. Naja, gut, da hast du. Ich hätte jetzt zum Beispiel. Der eine sagt so, der andere sagt so, ich bin eher mehr für den Passivkühler. Ja. Du kommst, schieß. Ja, ist geblockt vom eigenen Mann. Warte, stellt immer noch ein paar Türme hin für den kleinen. Ja, der hat keine Waffen mehr. Die sind beide runter. Aber weg. Au. Ah, jetzt haben wir einen aufgegabelt. Das war's. Hinter uns ist noch anscheinend einer. Wo ist denn der hin? Da. Oh, Raketen, nein. Das war's. Hier noch ein bisschen zu helfen. Mir ist nicht mehr zu helfen. Warte, ich kann ablenken. Nee, ich bin eingeschreut, ich hatte nichts mehr. Aber da hättest du wenigstens noch was nutzen können. Okay, ja, also abfangen. Genau. Ja, gut. Komm, wir haben aber der ist gleich Schrott. Hast du da eine. Ach, eine Sidekick-Drohne hast du auch noch. Ich dachte, du hast Notturm. Ja, ich brauche noch irgendwie was Mobiles. Ja, hast du aber weg, glaube ich. Nee, noch lebt. Ich muss ja noch kriegen, bevor er abhaut. Dann noch wegschießen. Kann man nämlich unentschieden. Ach so, ja.
Ah, der ist jetzt schön auf der Flucht. Ich muss schon du... einen Turm setzen? Na, bin ich ja also sehr gespannt, da kann man die noch ausweichen. Ah, jetzt oder? Ja, jetzt. Gut. Ich möchte hoffen, dass der andere überlebt noch. Die haben beide. Ah, doch, doch, der hat einen Bohrer. Okay. Ah, jetzt beide haben unentschieden. Ja. Ach, Mann. Der hatte nichts mehr, ich habe nur noch einen einzigen Bohrer. So. Hat er clever gemacht, das auseinanderzuziehen. Ja. So, ich gehe mal zurück in der Garage. So. Gut. Nächste Folge, wo ist er? Da ist er. Nächste Folge will ich den hier vorstellen. Den habe ich gestern Abend noch ein paar Mal eingesetzt. Ich habe die ganze Zeit gestern Abend nicht dran gedacht, dass ich mich auch mit der Karre unsichtbar machen kann. Ich bin jedes Mal so ins Gefecht rein und dann habe ich auch mal gemerkt, scheiße, ich habe doch ein Chamäleon hinten drin. Das geht denn manchmal bei Uso. Ja, dann habe ich überhaupt nicht dran gedacht, gehe so ins in Gefecht rein und hab nicht einmal das Chamäleon benutzt. Naja, jetzt weiß ich aber, dass es da ist. Gut, ja, in der nächsten Runde dann wieder mit Cherok und mit, ich denke mal, mit Atok wird auch dabei sein. Ich mal ganz stark von aus. Und dann halt in der 8000er-Klasse. Und ja. Gut. Dann bedanken wir uns fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Euer Bumble. Tschüss. Sorry.